Hallo Deutschland am Montag, herzlich willkommen. Offenbar war ihre Beziehung erst seit kurzem zu Ende, dann brannten bei Julian B. die Sicherungen durch. Im Streit soll er seine Ex-Freundin erwürgt haben. Danach kommt es zur Schießerei mit der Polizei. Julian B. wird schwer verletzt. Seit heute steht er vor Gericht. Kurz vor Mitternacht wird aus einem fahrenden Auto heraus auf seinen Wagen geschossen. Mitten auf der A4 wird der Ex-St. Pauli-Fußballer Dennis Naki attackiert. Die Ermittlungen, die gehen jetzt in alle Richtungen. Auch politische Hintergründe werden überprüft. Dauerregen, Unwetter, überflutete Flüsse. Das Wetter in Deutschland, das war in den letzten Tagen meistens einfach nur nass. Zum Glück fiel das Hochwasser nicht ganz so schlimm aus, wie zunächst befürchtet. Ja, und während wir mit unserem Wetter in Deutschland noch relativ glimpflich davon gekommen sind, ist es in anderen Teilen der Welt wesentlich extremer. Zum Beispiel in Australien, wo es fast 50 Grad heiß ist, oder im Osten der USA. Zeitdruck, Bequemlichkeit oder schlichtweg Gleichgültigkeit. Warum so viele Menschen ihre Autos kreuz und quer und im Halteverbot parken, wissen die Abschleppdienste auch nicht. Aber sie haben extrem viel zu tun. Zusammen mit dem Ordnungsamt machen sie da wieder Platz, wo eigentlich kein Auto stehen sollte. Heute vor genau 30 Jahren wurde Monika Böttcher zum ersten Mal verurteilt. Und das nach einem Prozess, den die Republik bis dahin so noch nicht kannte. Die Medien rissen sich um den Fall, die Berichterstattungen um die Verhandlungen. Die glichen zum Teil einem mittelalterlichen Hexenprozess. Die Frage ist damals, hat Monika Böttcher wirklich im August 1986 ihre beiden kleinen Töchter ermordet? Angeblich ja, weil sie ihrer neuen Beziehung im Weg standen. Aber die Mutter bestreitet die Tat und was dann folgt, ist ein Justizdrama über mehrere Jahrzehnte. Gitta und Annika Varadinek aus Berlin werden von vielen für absolut wahnsinnig gehalten. Sie beschäftigen nämlich ehemalige Drogendealer in ihrem Café und auch noch gleich 14. Aber gerade deswegen macht ihr neues Konzept Sinn, finden sie. Ja, wirklich ein tolles Projekt. Der 10-jährige William aus England lässt seine wasserdichte Kamera an der Küste kurz aus den Augen und sie wird ins offene Meer gespült. Eigentlich wäre die Geschichte an dieser Stelle zu Ende, aber sie wird in Deutschland angespült und dann gibt es ein Happy End. Och, er könnte sie auch einfach wieder auf Reisen schicken. Ist doch eine sehr spannende Geschichte draus geworden. Das war's von uns für heute. Hier geht's jetzt direkt weiter mit meiner Kollegin Karen Webb und den Golden Globes. Bis morgen um 17:10 Uhr. Tschüss.